Hallo Leute, da bin ich wieder mit Bluehoons. Und diesmal geht's um Doppel-GP-Moabs auf Stämme. So. Stellen wir ihn am besten hin. Ach ja, komm, machen wir hier hin. Und gucken uns das erstmal an. Vielleicht kriegen wir gleich den hier mit rein. Und natürlich kriegen wir den hier mit rein. Ich meine, Doppel-GP-Moabs ist ja ein relativ handlicher Spielmodus und vor allem auf dieser Map. So, vielleicht kriegen wir gleich schon Etienne rein, dann haben wir ihn vielleicht schon mal frühzeitig, sodass er Tarnung angreifen kann. Das wäre natürlich noch ein Träumchen. Einen guten Radius. Ich muss mal kurz schauen, ab wann er Tarnung angreifen kann. Achso, mit Stufe 5. Das könnte bis Runde 24 schon möglich sein. Runde 24, der erste Tarnboom. Ist er schon. Wird gleich Stufe 4. Ja, komm, das wird was. Ist das schon Stufe 4? Dann müssen wir uns ja bloß noch um drei Gedanken machen. Zack, Problem gelöst. Stufe 5 hat er erreicht. Da war es auch schon. Und mit Stufe 8 hebt er ja für alle die Tarnung auf. Das heißt, ich müsste gar keine. Müsste mir keine Gedanken drum machen. So. Warte mal, Stufe 28. Habe ich von. In meinem anderen Video ja das Falsches gesagt. 28 war die Bleirunde. Manchmal wechsle ich das noch. So. Tarnungsrunde. Aber scheint ja auch Durchschuss zu haben. Der positioniert sich dafür natürlich richtig gut. Aber es reicht hier noch nicht, um doppelt starke Moabs zu erledigen. Dafür ist es noch nicht brauchbar.
gucken wir mal, dass wir hier noch mal ein bisschen was mit den Säurehaini hier veranstalten. Gleich haben wir es ja mit dem Dings. Jetzt ist er gelevelt, jetzt können sie alle tarnen. Ja, aber da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Unterstützung. Das ist noch nicht das Nonplusultra. Gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was mit dem Dings hier anstellen, mit dem Ninja, dass wir ihm schon mal die Klebebombe andrehen. Dann sollte das auch schon alles ein bisschen einfacher werden. Ja, die Fallen sind hervorragend, wenn es darum geht, Geld zu machen. Ich muss auf jeden Fall noch mehr hinstellen. Ihr seht, da geht noch ein bisschen was durch. Aber erstmal werde ich sie hier aufpowern. Dass mit jedem Kill noch mehr Geld droppt. Das kann man mit dem Affendorf machen. Dann kann ich hier gerne noch mehr von diesen Dudes stellen. Ich glaube, nach unten kann ich auch noch einen platzieren. Nicht irgendwo hier, sondern... Oder vielleicht doch der hier. Die Falle steht. So. Was man noch machen kann. Ein wenig Zeit schaffen, damit auch noch mehr eingeklebt wird hier. So. Stellen wir mal auf stärksten.
Ja, die Runde 63 ist normalerweise auch so eine richtig fiese, aber wenn man da mal zwischenzeitlich irgendwas tut, um was einzufrieren, dann geht das auch schon. Nee, nee, wir wollen den hier gleich upgraden. Da fehlen uns noch 15.000 Taler. Aber den haben wir auch gewonnen. Ich mag diese Map, die ist richtig handlich, die ist so richtig schön. Aber langsam könnte auch mal das Geld reinkommen. Aber diese späten 60er-Runden, da, die sind echt nicht ergiebig, was Geld angeht. Aber gleich haben wir es. Zack. Und damit haben wir gewonnen. Wir haben die große Falle. Die große Falle hat viel, viel mehr Kapazität. Und ihr habt es gerade gesehen, sie frisst auch Moabs. Und drüber hinaus, den Lila nimmt sie nicht, aber alle drunter, zup und weg. Zack. Außerdem, wenn ihr dennoch sowas wie Doppelt-Geld-Modus zugebucht habt zum Pub, zum Spiel, dann regnet das Geld. Es regnet jetzt schon ziemlich gut Geld, aber mit Doppelt-Geld-Modus geht diese Falle echt ab. Natürlich in Kombination mit dem Affendorf, wie wir es jetzt haben. Ich weiß nicht, das hätte ich früher machen können, aber es tut jetzt auch nicht weh. Aber das Affendorf bringt in dieser Skillung einfach richtig viel mehr Geld pro geplatzten Blumen, beziehungsweise pro getöteten Blumen, wie auch immer man das nennen möchte, wodurch man noch mehr Geld rausholt. Seht, der frisst auch mal so 3, 4 Moabs. Die passen in die Falle rein. Zack, machen wir die größte Klebebombe. Und er fängt die, die Fallen fangen auch schon im Flug, wenn sie wieder hingeschmissen werden, fangen wir die Blooms weg. Können wir die andere Falle auch noch packen. Die Moabs werden wahrscheinlich nicht mehr so weit reichen. Jetzt verbrenne ich einfach nur noch das Geld, was hier rumliegt, weil einfach, weil ich es einfach habe. Da habe ich gewonnen. Also, ich gebe euch nochmal einen Überblick. Ich habe ihn hier gesetzt, weil er auch zu Anfang ziemlich gut killen kann. Habe ihn dazu platziert, weil er sehr gut auch mit dem Killen ist. Er hat ja diese Spikes, die dann irgendwann festhalten, wenn man hier hochskillt. Und irgendwann die Falle. Und ich will ja die Falle haben. Ihr seht es ja, damit verdiene ich mir mein Geld zusammen. Klar könnte man Plantagen und so weiter setzen. Aber wie gesagt, er hier ist auch sehr effektiv. Und natzt auch gut weg. Ich meine, guckt euch das an. Ne? Wer sitzt, saß früh. Steht natürlich auch besser als der andere, aber ne?
hat da richtig viel platzen lassen. Und wenn man dann noch ihn vergleicht mit der großen Falle nachher, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Aber in jedem Fall geht es ja darum, dass wir auch ein gutes Spielgefühl haben und ja. Also diese beiden als erstes, dann habe ich meinen Etienne reingeholt, damit er frühzeitig leveln kann. Geht ja darum, dass er bis Runde 24 die Tarnung kann. Dazu muss er Level 5 sein, also denkt dran, früh genug reinholen. Sonst geht das Ganze nicht auf und ihr müsst gucken, dass ihr einen alternativen Tower hinstellt oder Affen, der das kann. Ich habe danach den hier hingesetzt, weil wir mehr Unterstützung wegen Moabs brauchten. Und ich habe ihn hier hochgezogen bis zur vierten Stufe, weil er auch ziemlich gut gegen Moabs ist. Ja, und ansonsten einfach nur mehr Gelddudes hingestellt und hochgescaled und natürlich ein bisschen was Verlangsamendes und trotzdem gut Schadenmachendes, ne? Ihr habt es ja gesehen, aber nur um nochmal zu sehen, wie habe ich sie geskillt. Ja, ich habe ihn. Die hier habe ich alle gleich geskillt, nur er hat noch eine Stufe mehr. Etienne, klar. Und das Affendorf einfach, um das Maximum an Möglichkeiten rauszuholen. Gut, Maximum wäre gewesen, hätte ich hier oben Alchemisten hingestellt. Diese hier noch weiter runter ein Stück, sodass sie mit den Alchemisten nicht kollidieren, also nicht vorher alles wegtöten. Musst du halt alles ein bisschen nach unten verlagern. Und mit den Alchemisten auf der untersten Skillung Stufe 4. Dort verwandeln sie die Bloons alle in Goldbloons. Und wenn sie dann in die Falle reinlaufen, holt man das Maximum raus. Vor allem, wenn die Falle dann noch in diesem Dorf drin steht. Also der Affe. Der Affe, der die Falle produziert. Zählt immer der Affe, nicht die Falle. Genau. Aber damit holt ihr richtig, richtig viel Geld raus. Und ihr seht es auch. Guckt mal, wie viel er gemacht hat in diesen 80 Runden. Ne? Und auch er. Gut, er schon weiter hinten. Er hatte jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Und er hat auch 30.000 rausgeholt. Also, das lohnt sich, die Pioniere zu verwenden. Und sie machen auch gar nicht so schlecht Schaden. Ne? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt eine kleine Inspiration. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.